Technische Souveränität spielt eine zentrale Rolle für eine achtsame Nutzung digitaler Medien. Um so etwas wie Fokussierung zu stärken und um Multitasking zu reduzieren, müssen wir aufhören, der Versuchung nachzugeben, ständig sofort auf Dinge reagieren zu wollen. Vielleicht kennen Sie die folgende Situation auch. Mein Smartphone gibt einen Signalton von sich oder es vibriert und ich weiß, dass ich eine Nachricht erhalten habe. Ich unterbreche alles, was ich gerade tue und lese die Nachricht. Eventuell antworte ich auch sofort darauf oder ich verschiebe das auf einen späteren Zeitpunkt, weil ich eventuell dazu noch etwas klären oder überlegen muss. Kurze Zeit später kommt der nächste Signalton. Dieses Mal ist es eine Benachrichtigung, dass eine News-App mir eine aktuelle Schlagzeile schickt. Ich unterbreche wieder, was ich tue, schaue kurz auf mein Smartphone und nehme zur Kenntnis, dass mich diese Schlagzeile gerade gar nicht interessiert. Einige Zeit später ertönt der nächste Ton und es ist die Pflanzen-App. Sie erinnert mich daran, dass ich meine Pflanze gießen soll. Da ich gerade noch gar nicht zu Hause bin, kann ich mich darum auch gar nicht kümmern. In diesem Beispiel wurde ich jetzt 3-mal aus meiner Arbeit gerissen und unnötig abgelenkt. In den meisten Fällen diktiert uns das Smartphone, wann wir darauf schauen und wann nicht. Wir entscheiden hier also nicht selbst und souverän über unsere Nutzung. Wenn wir technisch souverän handeln möchten, müssen wir die Einstellung an unseren Geräten so konfigurieren, dass wir selbst entscheiden können, wann wir das Smartphone zur Hand nehmen und wann nicht. Dazu müssen wir die sogenannten Push-Benachrichtigungen auf unseren Geräten ausschalten. Mit Push ist gemeint, dass die Apps oder das Betriebssystem des Smartphones Nachrichten an uns als Nutzer pushen, also schieben. Das Gegenteil des Push-Verfahrens ist das Pull-Verfahren, also das Ziehen. Ein Beispiel. Wenn eine Messenger- oder eine E-Mail-App mir Bescheid gibt, wenn eine neue Nachricht vorliegt, dann ist das Push. Wenn ich selbst nachgucke, was es für neue Nachrichten gibt, ist das Pull. Nur über solche Pull-Verfahren können wir souverän selber entscheiden, wann wir auf das Smartphone schauen und wann nicht. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, dass Sie dann ja wichtige Informationen oder Nachrichten verpassen können. Diese Angst nennt man FOMO, das steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Eigentlich ist es ein Begriff, der in Bezug auf die Social-Media-Nutzung geprägt wurde, aber die Idee lässt sich durchaus auch auf die Smartphone-Nutzung generell übertragen. Die Erfahrung zeigt, dass durch das Abschalten von Push-Benachrichtigungen nicht zwingend Informationen verloren gehen. Und übrigens, für besondere Kontakte oder auch für ausgewählte Apps lassen sich auch Ausnahmen festlegen. Die können dann weiterhin pushen. Es geht zunächst einmal um die Umstellung des Normalzustands. Sollen meine Geräte im Normalzustand pushen können, also mir Benachrichtigungen schicken, die ich dann aussortieren muss? Oder ist mein Standard, dass ich mir die Nachrichten abhole und selbst Ausnahmen davon definiere?